Gut, wie gesagt, wir haben diese Zusammenarbeit mit Vereinen aus verschiedenen Regionen der Welt. Und wir möchten nun in dieser Seminarreihe eben zu Bienen und in diesen Bienenseminaren jedes Monat interessante Informationen zur Bienenhaltung und Bienen in ihrem natürlichen Habitat geben an Experten, an Personen, an Bienenhalter und interessierte Personen. Nun noch einmal herzlich willkommen an unsere Gastreferenten Michael und David. Herzlich willkommen zu unserer Konferenz. Jemand hat immer noch sein Mikrofon an. Bitte, wir bitten Sie, das Mikrofon stumm zu schalten. Gut, David, Michael, herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind und Ihre Erfahrung mit uns teilen. Sie haben sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich, sehr viel Wissen in diesem Bereich. Und ich persönlich freue mich sehr auf diese zwei Vorträge. Es wird sehr interessant werden. David Heath war einer meiner ersten Mentoren in der Bienenhaltung, denn nachdem ich ihn kennengelernt habe, habe ich mich dafür Emile Avary Bienenhaltung entschieden und er hat hier sehr viel Erfahrung mit der Avary-Beute und er hat auch sehr, sehr viele Daten gesammelt auf seiner Datenbank. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen und ich hatte auch die Möglichkeit, ihn vor einigen Jahren zu besuchen, bei ihm zu Hause und ich war sehr beeindruckt über den Erfolg, den er hatte. Und ich bin in der Schweiz hier zu Hause eben noch nicht einmal in die Nähe seines Erfolgs gekommen mit meiner Arbeit. Also wir wollen auch einige Vergleiche zu ziehen, eben zu Großbritannien, was sie dort machen und was wir hier in der Schweiz machen können oder was wir davon lernen können. David wird Ihnen das jetzt selbst erzählen, was er weiß. Er kann das natürlich sehr viel besser wie ich. Und dann haben wir Bush Michael, wird über die Ökologie des Bienenvolkes sprechen, über die Ergebnisse der behandlungsfreien Bienenhaltung. Und er war auch einer der ersten, der zu diesem Thema publiziert hat. Als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich noch nicht sehr viel über Bienen oder Bienenwissenschaft, aber über das Konzept der Ökologie, der Bienenvölker und eben den Einfluss der Milben, Bakterien und seine Theorie dazu, das schien mir ganz logisch und es hat auch einige Parallelen dazu zu dem menschlichen Darm gegeben und das erschien mir eben sehr logisch, seine Darstellung oder seine Idee und sein Konzept zu der Bienenhaltung. Also bitte ich Sie, hier sehr aufmerksam zu sein, denn Michael kann sehr, sehr viel davon erzählen und Ihnen sehr lehrreiches Teil mitteilen. Das ist sehr wichtig, glaube ich, was Michael Ihnen hier mitteilen kann und was er Ihnen sagen kann, glaube ich, hat auch sehr, sehr viel, eine hohe Wichtigkeit auch für die menschliche Gesundheit und eben die Medizin für uns als Menschen. Nun zu David. David, du hast 45 Minuten zur Verfügung. Wir müssen dich dann stoppen, weil dann gibt es eine Möglichkeit, eben 10 Minuten für Fragen für die Teilnehmer und dann werden wir eine Pause haben für die Dolmetscher. Also David, es freut mich, dass du hier bist. Danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Danke für die Organisation dieses Events. Ich möchte nun meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Können Sie meine Präsentation sehen? Ja, das sieht gut aus. Also ich werde über meine eigene Erfahrung als Bienenhalter in den letzten Jahren sprechen, was ich hier erzählen kann. Es ist eine kleine Bienenhaltung, also im kleinen Ausmaß, 20 Kolonien ungefähr habe ich.
war es zu Beginn. Jetzt, also hatte ich zu Beginn, jetzt habe ich so ein Dutzend. Und ich habe herausgefunden, dass man Bienen auch halten kann ohne die Behandlung, also behandlungsfrei auch und auch kein Problem mit Varroa zu haben. Ich möchte hier einige Ideen mit Ihnen teilen, wenn Sie das auch planen, wie man eben ohne Behandlung trotzdem erfolgreich Bienen halten kann. Es ist immer ein Risiko, wenn man ein Bienenhalter ist oder eben in der Vergangenheit schon war und dann beginnt nicht mehr zu behandeln, wird man natürlich Bienen verlieren zu Beginn. Und da warne ich die Anfänger immer, wenn sie eine oder zwei Kolonien haben, wenn die Kolonien natürlich dann sterben, ist das für sie natürlich eine schlechte Erfahrung oder erschreckende Erfahrung zu Beginn. Deswegen warne ich hier immer die Bienenhalter, die beginnen, dass sie vielleicht weniger mit chemischen Stoffen oder mit Chemikalien beginnen. Und vielleicht mit weniger aggressiven Mitteln behandeln. Ich habe 2003 begonnen mit der Bienenhaltung, mit dem normalen, mit der normalen Beute. Also hier mit diesem Bienenstock, das ist ganz ein einfacher Bienenstock, der ist sehr gängig in Großbritannien für Kolonien und das ist hier, kann man das hier sehen, also das ist ein gängiger Bienenstock in Großbritannien, dieser Einraum Stock und dann habe ich so weitergemacht und habe eben begonnen, ohne irgendwelche Behandlungen. Habe zuerst mit den Behandlungen begonnen und eben ich hatte meinen Mentor und dann hatte ich das Gefühl, nach ein, zwei Jahren, dass das nicht natürlich sei. Und ich habe gedacht, dass die Bienen sollten ihre natürlichen Waben machen und dass sie ihre Naturwaben selbst bauen sollten. Das war einfach so mein Gefühl und das war der erste Schritt, dass ich eben ohne Rähmchen Bienen begann zu halten und 2006 habe ich das dann intensiviert und ich habe dann ein Dutzend davon dann gehalten auf diese Art und Weise. Und 2007 habe ich dann begonnen, diese wirklich also noch bei mehr Bienenstöcken zu intensivieren. Ich habe noch ein, zwei Arten als Experiment hinzugefügt. Ich habe das modified, also diese modifizierte Einraumbeute verwendet. Und das ist eben nur ein einziger Stock mit Rähmchen, die zu 90 Grad rotieren, also in Deutsch, auf Deutsch eben Einraumbeute. Und meines hat doppelte Wände, also deswegen ist diese Beute etwas modifiziert, etwas verändert. Und das ist etwas anders, also meine ist etwas anders als die gewöhnliche Einraumbeute. Dann habe ich auch eine modifizierte Lazutin, einen Lazutinstock, diesen grünen, den Sie hier sehen. Also den einen habe ich einmal. Ein Bienenhalter
Hat ein nettes Buch dazu geschrieben, dass er sagt, dass es wirklich Bienen in dem gehalten werden können, die glücklich sind. Also Bienen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Also mit diesem doppelten Rahmen. Und dann habe ich auch einen Schilfdrog, also einen Bienenstock aus Schilf. Das habe ich von einem deutschen Kollegen bekommen. Und das ist dieser hier. Also der hat eine seltsame Form, aber der, hier sind wir sehr, sehr erfolgreich damit. Wir haben also eine Wand, die eben so rund aufgebaut ist und anders gebaute Rahmen im Innenraum. Also das ist sehr interessant. Das habe ich von David Juncker bekommen. Dann habe ich diese drei Arten eben von Beuten, also drei Arten von Bienenstöcken, die ich derzeit verwende für meine Bienenhaltung. Einen herkömmlichen habe ich hier auch noch für die natürliche Bienenhaltung. Und hier haben wir noch einen mit mehreren Rahmen, also mit mehreren Stöcken. Hier sieht man einige eben dieser Beuten, die ich habe, also dieser Stöcke. Ich hatte 8 hiervon, von diesen. Jetzt habe ich es reduziert auf 4. Und dann wiederum reduziert auf 3. Ich habe dieses Buch geschrieben, die Bienenhaltung für alle. 2006 habe ich das geschrieben. Wurde das von Varé geschrieben und ich habe es 2006 gemeinsam mit meiner Frau übersetzt, weil uns die Varé-Beute und Varé-Bienenhaltung eben sehr interessiert hat. Und daher haben wir es 2006 übersetzen lassen. Also das Buch ist aus 1948 von Varé. Und das Bild hier zeigt das sehr gut, wie, was es eben repräsentiert. Hier hat man einen wirklich sehr einfachen Bienenstock. Also unten hat man diesen Boden und die Bienen kommen von unten in diese Box. Die ist 10 Millimeter tief. Und hier hat man dann den noch einmal einen zweiten Ebene, also einen zweiten Stock. Und hier oben hat man eben diese Box obendrauf auf den zwei Stöcken. Und hier oben kommt dann das Häuschen drauf, dass wo Luft reinkommt. Also die Bienen kommen von unten hinein. Also man beginnt mit zwei solchen Boxen, zwei Boxen und dann gehen die Bienen nach unten. Wenn sie in der zweiten sind, kann man vielleicht eine dritte hinzufügen. Maximal 7 Boxen hat mein Kollege zum Beispiel gehabt in dieser Art von Varé-Beute. Hier sieht man einige Bilder. Hier war Varé mit seiner Assistentin und hier haben sie eben an dem Bienenstock gearbeitet und in den Bildern sieht man immer dass auch hier auch ein Hund sitzt und ich glaube, das zeigt immer auch sehr gut, dass die Bienen sehr, sehr viel ruhiger sind in diesen Bienenstöcken und die Rähmchen liegen hier am Boden
Und hier werden auch die Bienen nicht so leicht zerdrückt. Also das verhindert das auch, die Art und Weise, wie man diese Rämchen hier legt. In Deutschland gibt es die auch sehr häufig, diese Kolonien, diese Bienenvölker. Und sehr viele verwenden diese von Dorn. In Großbritannien werden diese Einraumbienenstöcke sehr häufig verwendet. Das ist sozusagen der Standard. Und ich habe hier das dann erst einmal versucht. Und das war meine erste Varrebeute mit den drei Ochsen. Und der herkömmliche Bienenstock, den sieht man obendrauf, der ist sehr, sehr viel breiter. Also jetzt hier im Vergleich kann man das sehr gut erkennen. Ich habe das dann adaptiert, angepasst. Und was ist hier passiert? Von dem herkömmlichen sind die Bienen hier in die untere Boxen gewandert. Und dann habe ich das so gelassen für ein, zwei Stunden. Und die armen Bienen sind dann in diese Boxen hinein. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das habe ich dann so gemacht mit allen. Also ich habe diese umgesiedelt praktisch und habe das auf diese Art und Weise gemacht. Hier sieht man das Werkzeug, das ich dazu benötige. Und dieses Werkzeug hier ist besonders wichtig. Also hier kann man die Rämchen heben und hier kann man dann prüfen, wie es den Bienen geht. Dann hat man hier einen Stand, wo man die Waben drauflegen kann, also ablegen kann. Und hinten sieht man, wenn diese Werkzeuge, die benötigt man im Herbst oder im Winter, wenn man die Boxen trennen will, dann kann man die dazwischen legen. Zwischen zwei Boxen, wenn zum Beispiel im Herbst oder Winter das erforderlich ist. Und dann hat man diesen Draht rundherum. Und dann sieht man hier einen Prüfer, also einen nationalen Prüfer, der sich unsere Varrebeute ansieht. Und die sehen sich hier diese Waben an. Er schaut es direkt hier am Waben an und kontrolliert oder überprüft das direkt an den Waben. Und wenn die Waben durchgehen, dann kann das ein bisschen problematisch werden, aber hier hat man etwas Wachs in der Mitte. Das macht das Prüfen etwas schwieriger. Und hier sehen wir eine Varrebeute wieder. Hier auf der oben Seite sieht man Propolis und in der oberen hier zwischen diesen Öffnungen sieht man auch Propolis, findet man Propolis. Ich mag das sehr gerne und ich wechsle die deswegen nicht aus. Ich habe versucht, früher immer wieder hineinzuschauen und sie immer wieder zu beobachten. Das habe ich immer früher gemacht.
wenn ein Schwarm war. Heute mache ich das nicht mehr. Ich mache kein Schwarmmanagement mehr. Ich mache es immer noch, aber nicht auf die Art und Weise, dass ich das tagtäglich mache, wie ich das früher zu Beginn gemacht hatte. Das ist ein Stock an der Hinterseite unseres Hauses. Also das ist auch für die Nachbarn eine sehr interessante Erfahrung. Aber es gibt keine ernstzunehmenden Beschwerden bisher. Die Varibeute ist nicht kommerziell noch am Markt. Es wird vielleicht in einigen Jahren auch so sein. In Australien ist das bereits so, wo es sehr erfolgreich bereits gemacht wird. Aber in Großbritannien machen all jene Bienenhalter, die Varroa-Beuten benutzen, keinen großen kommerziellen Verkauf damit. Also wir haben normalerweise nur wenige Bienenstöcke. Und normalerweise in der oberen oder in den ersten zwei, also in den obersten zwei, hat man Honig, den man dann wirklich auch entnehmen kann. Also hier sieht man den Honig, kann man hier auf den Waben, auf den ersten zwei, in den ersten zwei Stöcken entnehmen. Es ist auch sehr hygienisch und hier haben wir diese Waben, die können auch teilweise dann als Brut verwendet werden, für die Brut verwendet werden. Und das ist auch Bruthonig. Wird es nicht so kommerziell eben verkauft, weil es nicht so einen Geschmack hat, der so gut verkauft werden kann. Also alles, was man zu Varroa-Beute und zur Bienenhaltung mit Varroa-Bienenstöcken benötigt, finden Sie auf dieser Internetseite varroabees.com. Hier haben Sie Zugang zu allen Informationen über Varroa-Beute, über die Haltung von Bienen in einem Varroa-Bienenstock auf natürliche Art und Weise. Ich wurde auch gefragt, eine Art Handbuch hier zu schreiben, und das habe ich auch gemacht. Also das ist nur wirklich eines, das Informationen gibt zur Haltung, ausschließlich informativ ist. Nun, zur behandlungsfreien Haltung. 2003 habe ich angefangen, behandlungsfreie Bienenhaltung zu praktizieren, und 2006 habe ich das dann intensiviert, und nun mache ich das ausschließlich ohne Behandlung. Und es gab damals schon sehr, sehr viel Informationen zu behandlungsfreien Bienen, aber nicht so wirklich speziell zu Honigbienen. Und ich wusste nicht, wer das macht. Und in 2011 habe ich dann herausgefunden, dass einige in meiner Umgebung, also in meiner Nähe, auch begonnen hatten, behandlungsfreie Bienenhaltung zu machen. Und da zum Beispiel gibt es einen Bericht dazu, zur behandlungsfreien Bienenhaltung in den Großbritannien. So habe ich
als ich begonnen habe, war es irgendwie eine Reise in das unbekannte Land. Und dann habe ich einige wissenschaftliche Schriften dazu gefunden, einiges Material. Michael Busch hat auch eben einiges dazu geschrieben. Und ich möchte hier noch ein Paper erwähnen, das vor kurzem auch erschienen ist, zum Thema eben der Honigbiene, die ausgesetzt ausgesetzt ist der Varroa-Milbe und wie man hier behandlungsfrei trotzdem erfolgreiche Bienenhaltung machen kann. Also einige, man muss hier vorsichtig sein, was man hier tatsächlich an Informationen mitnimmt und was nicht. Also noch einige Informationen zur behandlungsfreien Bienenhaltung von meiner Seite oder was ich dazu erforscht habe. Ich hatte zuerst 40% Verluste in den ersten Jahren, also 66% Verluste, wie Sie hier sehen können. Und dann waren die Verluste mit der Zeit wirklich akzeptabel. Also man konnte wirklich damit leben mit der Zeit. Und ich kann jetzt sagen, dass behandlungsfreie Bienenhaltung möglich ist und auch erfolgreich praktiziert werden kann. Zuerst, als ich begonnen habe, war das ein unbekanntes Feld auch für viele Bienenhalter. Und ich habe dann auch hier von den britischen Bienenhaltervereinen auch die Daten gesammelt. Und hier sieht man auch bezüglich der Verluste, most British Beekeepers Association contributors to their survey on hive losses. Sehr hohe Verluste haben und die meisten, die hohe Verluste haben, sind die, die immer noch behandeln. Also es gibt keinen großen Vorteil, wenn man behandelt, wenn man die Bienen behandelt in Bezug auf die Verluste. Das kann man hier sehen in diesem Vergleich. Also hier haben wir die britischen Bienenhalter und die Daten der britischen Bienenhaltervereine und hier sehen wir vor einigen Jahren waren es 21% und die Zahl geht hier eher nach oben als nach unten bei denen, die behandeln. Also das ist die Situation in den Großbritannien. In Bezug auf Behandlung oder behandlungsfreie Bienenhaltung. Also hier gibt es keine großen Vorteile, wenn man die Bienen behandelt, in Bezug auf die Situation jetzt in Großbritannien. Dann das Alter der Kolonien oder der Bienenvölker. Diese Kolonien, die habe ich sehr lange. Hier haben wir die Varroa-Beute und hier, das sind meine Kolonien. Einige sind schon über 10 Jahre alt, wie wir hier sehen können. Und die herkömmlichen sind 5 Jahre alt. Und die modifizierte Lazutinbeute, die habe ich umgesiedelt und die einreiht in die eben vor einigen Jahren. Also 12 Monate ist das her und hier drei, also der Durchschnitt der Bienen, meiner Bienenvölker sind 63 Monate. Wie kann man das sagen? Wie kann man das messen? Ich schaue mir das an. Wie viele sind in dem Bienenstock? Und wenn die Königin
Also, my hives nicht, are also, frequently. nicht So mehr I can da also ist, dann rule kann out das Bienenvolk ja nicht mehr existieren usurpation ohne by eine indoor swarms, künstliche which Intervention. change Und a ich hive which is mache hier keine failing künstliche to Interventionen. Und so kann ich das auch a hive that's messen, wie actually alt meine suddenly Kolonien werden. mysteriously become very active again. Tom, it's unusual to do this colony age, Das ist etwas Unübliches vielleicht. Tom Seeley macht das auch, usually also with only two or er three misst visits auch to das his Alter bee trees der each year, Bienenvölker so he can und attach colony er ages too. kann And also he finds that some of them live das for many Alter years. auch There's quite a range there. hier in Zusammenhang bringen mit der Haltung, One of my also reasons for doing Warrebeute this oder andere was Bienenstöcke, I was herkömmliche reading Haltung. official literature or Ich scientific habe literature that hier sehr viele bees that are not wissenschaftliche treated die out within 3 years. Artikel gelesen, Well, I quite die soon found that that wasn't the case. nicht And obviously behandelt these people rather werden, suggest that's not sagten sie. necessarily true. Also hieß es in vielen Artikeln, Of sterben course, nach 3 Jahren, aber ich habe I should herausgefunden, say dass das this nicht der is Fall ist. a Und particular ich habitat, a muss particular sagen, dass es country sehr viel and so von on, dem Habitat, also particular vom bees perhaps, Lebensraum, von dem may not Land apply abhängt, in von der all places. Art und You der can see from Haltung. this Und chart here hier in that my colonies are dieser not Grafik short kann of man deformed wing virus. sehen, dass meine Kolonien keinen The colonies were analyzed by Fluvidiformationsvirus Jessica haben Pebble, who was working und with Steve Martin at Salford University at the time. in der So on State the left Martin you've got University wurde das auch a untersucht thousand, this is a und billion, American billion, das a thousand sind million copies of the 1000 virus, 10,000 million and so Milliarden, on. And obviously die there are hier untersucht wurden. high levels. Und hier gibt So it es can't be the sehr fact I've got no hohen virus. Virus is one of the biggest problems. The virus is carried Flügeldeformationsvirus. by Varroa Und der Virus ist es eben einer der spread around größten from the bees from Probleme, Varroa. der sich And verbreitet in einem it's Bienenstock, a im big problem Bienenvolk. Und das ist that natürlich ein großes my Problem. bees are surviving Und despite the fact these also high titers, as the term, technical term is, of bezüglich dieser deformed Virus wing kann ich da virus. eben sagen, dass That was meine 2016. Bienen hier And also from Samuel, Steve Martin's bienenvölkerresistenter group at sind. Das Salford sind Daten aus a year or two later, 2016. I had a visit from George Martin, Und George Hawkins, sorry, George who Watkins took hat out some hier broodcomb from my colonies to go and study various Brutwaben parameters herausgenommen aus of bee meinen Bienenstöcken, um die zu hygiene, including untersuchen. capping and uncapping bees Und and um auch die Varroa Hygiene reproduction. hier zu untersuchen And you can see from this und slide, this hier is recapping einige data, Daten zur Verdeckelung brood cell infestation rates in the zusammenzufassen, 8 to 12%. And from the was die overall data Befallsrate der from all his studies Brutzellen and all betrifft, other haben wir hier eine beekeepers, you get this Rate chart von here on the 8 left, bis 12 showing that Prozent. the Hier haben wir die infested Gesamtdaten cells und have die a Daten much von higher meiner Kolonie. recapping Und rate hier haben wir eine than sehr, sehr viel höhere the non-infested Verdeckelungsrate cells, these lighter gray. And here you can see that bei und hier the same is sind sie true sehr even viel in the non-resistant bees. So resistenter, these would be die from colonies where people are treating. das These are sind from eben die colonies Kolonien, where people are not treating, or wo die supposedly auf der resistant rechten bees. Seite hier, wo die And on the Bienenhalter die right, Bienen you can behandeln und see, auf der linken Seite, wo sie sie nicht I don't know why behandeln. this particular Also, colony had such low und hier recapping rates. ist die I think I Verdeckelungsrate should sehr, have sehr asked niedrig, George at wie the man time, sehen but kann, auf he's der ganz moved on rechten now. Seite, also im zweiten, in der But zweiten anyway, grafischen it's the same Darstellung. story, Und hier wieder high dasselbe, recapping hohe and Verdeckelungsrate infested cells, und relatively low recapping rate on niedrige, infested also cells. So nicht the bees are infizierte targeted Zellen, correctly. And you're eine looking at here niedrige three Rate, different colonies, Befallsrate der National, Lazutin and Golden. Brutzellen. And then he also measured Und dann hat Varroa reproduction data er auch die and showed that Reproduktionsdaten, the Varroa reproduction was lower Reproduktionsdaten in untersucht. Hier sehen resistant wir wieder colonies die compared with resistenten und non-resistant colonies, nicht these treated resistenten colonies. Kolonien So im as you'd Vergleich, expect, wie man sich erwarten kann hier. the
reproduction is reduced in Reproduktion hier reduziert bei den resistenten Bienen. Und bei den drei Kolonien, das sind die Gesamtdaten auf der ganz linken Seite. Und das sind meine Kolonien und die Daten zu meinen Kolonien. Und die Reproduktionsdaten hier der drei Kolonien sind sie hier, ungefähr hier. Die Resistenz ist ungefähr hier. Also wie bei den resistenten Kolonien. Steve Martins und gemeinsam mit den Bienenhalterverein einige Daten zusammengefasst in dieser Broschüre. Also ein hohes Verdeckelungsniveau in einer Population ist der beste Indikator für natürliche Varroa-Resistenz in der Population. Und dazu gab es eben diese Untersuchungen. Und hier in dieser Broschüre bekommt man detaillierte Informationen zur Messung, zur Verdeckelung und der Befallsrate der Brutzellen. Und dafür braucht man für diese Untersuchungen oder die meisten dieser Untersuchungen braucht man auch ein Vergrößerungsglas, also man sieht das nur im Labor, man kann das nicht mit freiem Auge erkennen, aber das wurde untersucht von uns und getestet. Während meines Exkurses der behandlungsfreien Bienenhaltung habe ich gesehen, dass die Bienen hier also besser bestanden als andere bezüglich Flügeldeformationsvirus bei der Apis mellifera. In dieser wild lebenden Bienenkolonie hat das besser ausgesehen, auch wenn es nicht perfekt war. Aber im Vergleich zur Honigbiene, natürlich wäre es besser, hier DNA-Daten zu haben, die wären noch detaillierter, noch genauer, präziser. Aber was bekommt man hier, wenn man hier diese Flügel vergleicht? Man bekommt zwei Parameter heraus in dieser Untersuchung. Wenn es eine schwarze Biene ist, dann sollte es hier anzeigen, in diesem Rechteck. Ich hatte damals 8 Bienenstöcke von Wildbienen. Also dieses Ergebnis hat mir damals nicht so eine großartige Zukunft prophezeit für die Wildbiene. Hier ein Beispiel. Hier sieht man, das sind die typischen schwarzen Bienen. Ich hatte einige Kolonien, die fast ganz schwarz waren. Und manchmal gibt es schwarze Bienen, die zur lokalen Biene werden kann. Und very keen on people using local bees. Also wenn man sie als, man sollte wirklich besser die lokalen, die örtlichen Bienen erhalten, als sie zu importieren. Und den Import von anderen Bienen sollte man eher vermeiden oder minimieren zumindest, um diese Populationen und diese Bienenvölker zu fördern. Ellen aus Belgien hat hier eine DNA
DNA-Untersuchung gemacht der Bienenvölker so here I have, und hat survey of winter losses in my local county. Hier haben wir eben untersucht, wie viele Verluste wir im Winter hatten. Ich kannte damals zu Beginn noch keinen anderen, eben wie ich bereits gesagt hatte, der auch mit dem Behandeln aufgehört hatte. Ich hatte damals keine Daten zur Verfügung. Und ich hatte also einige Daten, aber und hier habe ich einige Kolonien eben, sieht man, die nicht behandelt wurden, also hier 19% Verlust bei den Bienen, die nicht behandelt wurden und 13% nicht behandelt, also 19% der Verlust bei den behandelten Kolonien und bei den nicht behandelten 13%. Und wer die Veröffentlichungen der Ergebnisse des britischen Bienenhaltervereins gelesen hat, hat dann eben gesehen, dass hier statistisch gesehen der Verlust bei den behandelten Bienen sehr viel höher ist, also im Durchschnitt. Also hier nur 13% bei den nicht behandelten. Und das war ein Ergebnis, das mich bestärkt hat. Und es gibt nun einige, die nicht machen. In Gwynedd zum Beispiel, die gibt es einige Bienenhalter, die jetzt nicht mehr behandeln. Es ist wirklich attraktiver geworden für auch einige Schweizer Bienenhalter und Vereine sind zu uns gekommen und haben versucht herauszufinden und mit uns zu sprechen, was wir hier machen und wie und über Bienenhaltung zu diskutieren. Das ist eben Joe und Chris Ibbotson. Hier sieht man auch die Daten, die sie hier zusammengestellt haben bezüglich der Verluste der Kolonien im Durchschnitt. Und hier sieht man, sie haben Verluste im Winter, die tatsächlich verkraftbar sind. 18% Verlust im Durchschnitt ist verkraftbar und verglichen mit der gesamten Region, also mit ihrer Region Pause sind, ist der Verlust ungefähr klar, also ist der Verlust eigentlich gleich, also hier kein größerer Verlust bei nicht behandelten Bienen, also kein Vorteil bei der Behandlung der Bienen. Hier sieht man noch einmal den Kolonienverlust, also Bienenvölkerverlust 14% und Southeast 24%. Also hier haben wir sogar das Ergebnis von Varroa-resistenten Bienen, das sehr bestärkend ist. Und ich glaube, ich bin schon fast am Ende meiner Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir dann noch lassen für Fragen, aber gut, 5 Minuten habe ich noch. Ich habe noch einige Faktoren zusammengeschrieben, die man berücksichtigen sollte, um die Überlebenschance zu erhöhen. Also die Thermologie des Bienenstocks, das bedeutet,
ob die Bienen ihre Brut warm halten können, also die Temperatur im Bienenstock halten können, also ob der Bienenstock warm bleibt, also wenn er gut geschützt ist zum Beispiel. Das ist ein Faktor, der wichtig ist, also dass der Bienenstock im Winter gut geschützt ist. Also das kann natürlich helfen, die Überlebensrate zu steigern. Our hives are rather pathetic in relation, and anything approaching that, like my double wall hives with insulation between, die Bienen going at least in the direction of Stöcke können zum Beispiel auch wärmegedämmt werden, das hilft natürlich auch, dass sie überleben. Dann der Bienenstockkapazität, das ist auch ein wichtiger Faktor. Der Bienenstock sollte nicht zu groß sein. Die Waben, ein anderer Faktor. Also ich mache immer hatte vor Jahren kleine Wabenzellen und habe jetzt beschlossen, dass die Biene das selbst entscheiden sollte, die Zellengröße. Und ich gebe das nicht vor. Also ich lasse die Biene das selber machen. Ich glaube, dass das natürlicher ist. Und ich glaube, dass man so auch erfolgreiche behandlungsfreie Bienenhaltung machen kann. Dann lokale, also lokale Bienen verwenden, also lokale Bienenspezienarten verwenden, also nicht importierte Bienenvölker. Also die vor Ort vorhanden sind, haben bessere Chancen zu überleben als importierte Bienenvölker. Und das unterstützen auch die Vereine, die Bienenhaltervereine. Dann das Schwärmen. Das Ausschwärmen kann vielleicht in städtischen Gebieten etwas problematischer sein als im ländlichen Bereich. Aber die Schwärme, die ich nicht benötige, kann ich ja dann auch anderen Bienenhaltern geben. Aber das ist auch ein weiterer Faktor. Dann eine natürliche Königinnenaufzucht ermöglichen. Das ist ein weiterer Faktor. Die jüngsten Larven morphologically not normal compared with a queen that's allowed to grow up in a normal queen cell. Sollte in einer normalen Königinnenzelle eben aufwachsen können. Also das sollte eine natürliche Aufzucht sein, dass natürliche Paarung. Das sollte auch die Überlebensrate steigern auf natürliche Art und Weise. Dann die Dichte der Kolonien. By comparison with here in Wales, verglichen mit der in der Schweiz ist unsere Dichte sehr viel niedriger. Und in der und vielleicht ist das auch ein Grund oder ein Unterschied, dann Propolis, das kann auch unterstützend werden für die Bienenvölker, die Propolis-Produktion. Und man kann jetzt auch Bienenstöcke kaufen, die das Propolis, diese Öffnungen bereits haben, wo das schon so vorgesehen ist, dass sich das Propolis bildet, dann Honig statt Zucker zu geben im Winter und minimale Eingriffe, also ein weiterer Faktor, also minimal einzugreifen, das ist ein wichtiger Faktor auch, der sicher dazu beiträgt, die Überlebensrate zu steigern. Also Honig hat all das hier, was Sie hier sehen können, die ganzen guten Eigenschaften. Bei Zucker sehen wir hier überall ein Nein. Und ich muss sagen, dass ich habe jetzt nie behandelt,
aber ich September prüfe die Kolonien im September, ob sie genug Vorrat haben. Und ich kann dann dazu füttern. Und ich schaue mir die Honigvorräte an. Und da habe ich normalerweise 9 Kilogramm haben sie in ihrem Lager. Und meine Kolonien, but not by shortage of food in winter. Sind hier in dieser Hinsicht nicht gestresst. Yeah, und im Winter, ich habe auch eine Berechnung gemacht am Ende von Oktober und am Ende März, und ich habe herausgefunden, dass sie eine Menge von 5 Kilo verbraucht haben. Also 9 Kilo ist hier sehr, sehr viel, also ausreichend, mehr als ausreichend für meine Kolonien in der natürlichen Bienenhaltung. Und ich habe das auch in meinen Büchern erwähnt. Das war mein erstes Buch. Da habe ich versucht, wissenschaftliche Nachweise zu erbringen, die dafür stehen, dass man natürliche Bienenhaltung bevorzugen sollte. Das sind meine Bücher und meine sozusagen Handbücher zur natürlichen Bienenhaltung und Behandlung von Bienenhaltung. Vielen Dank fürs Zuhören und ich bin offen für Fragen. Vielen Dank an dich, David. Wir haben nicht sehr viel Zeit, aber wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Wer möchte David vielleicht eine Frage stellen? You can either just speak or raise your hand. Man kann die Hand heben oder einfach gleich loslegen, also einfach Mikro einschalten und loslegen. Keine Fragen? So I have one, David. Ich würde eine Frage haben und ich würde gerne beginnen mit der Frage. Du hast gesagt, der Virus ist einer der großen Probleme, also die Viren. Viren als Symptom oder als Ursache? Als Quelle des Problems oder als Symptom, das dann auftaucht, wenn das Immunsystem nicht ausreichend stark ist. You know, in the case of these bees, im Fall dieser Bienen habe ich eigentlich jetzt nicht wirklich eine Antwort darauf. Ich wäre verwundert oder überrascht, wenn es jemand gibt, der keinen Flügeldeformationsvirus hat und damit keine Probleme hat. Es ist ein Symptom der Varroa, denn es gibt das Flügeldeformationsvirus Zusammenhang mit Varroa. Outside of the honeybee. Okay, thank you. So we have one question of Hugo. Hugo hat noch eine Frage. Hugo? Hello. Yeah, he's got his hand up. Oh, his microphone is muted. You have to wait for the translation. Pardon. Je voudrais savoir si vous avez expérimenté et ce que vous pensez des planchers complètement grillagés. Ah, you're asking about mesh floors. I used to have mesh floors on all my nationals, and I still have them on bei meinen nationalen, also bei herkömmlichen Bienenvölkern. I read a paper by Chaplin in Canada that showed that actually mesh floors could encourage floors because it created cooler conditions in the hive, and therefore the lower reproduction
progressed gesehen. To the disadvantage of the bees. Aber so ich habe gelesen, mesh floors on my worries, but having said that, I have got them on two worries at the moment. Mängel, dass ich die bei zwei Kolonien habe und ich mache derzeit einen Test oder ein Experiment und in Tschechien, wo sie sagen, dass eben eine Wissenschaftlerin sagt, dass ich, dass es bei mir eben geringer ist, die Milben, also der Befall der Milben. Und ich musste ihr deswegen eine Brut schicken und sie hat sich die Kolonien angesehen und hat sich angesehen, ob es Korrelationen hier gibt zwischen meiner Haltung und der Ausgesetztsein zu Milben. Aber ich glaube, dass ich hier bei meiner Bienenhaltung keine großen Vorteile habe. Wenn die Bienen hier nicht rauskommen. Thank you. So, John, last question. Letzte Frage. Und dann müssen wir eine Pause machen. The question was asked about deformed wing virus. Es wurde eine Frage zum Flügeldeformationsvirus gestellt. Meine Kolonien, ich habe einige Proben an eine Wissenschaftlerin geschickt als Teil dieses Experiments. Und der Flügeldeformationsvirus bei meinen Kolonien war 95%. Physically deformed wing. Aber physisch konnte man das nicht erkennen. Also sie waren nicht sichtbar. Und sie haben herausgefunden, dass es Alpha, Beta und Charlie gibt. The majority were the Beta variant, which was reckoned to be a benevolent virus, which was in some way outcompeting the damaging viruses. Und das ist eigentlich auch das schädliche Virus. I've done nothing to them apart. I can't even detect when they've got virus. Ich kann da nichts machen, weil ich kann das nicht einmal sehen, ob sie den Flügeldeformationsvirus haben, weil man das nicht erkennen kann, dass es nicht sichtbar ist. Man kann das nur eben in solchen Untersuchungen dann herausfinden. Gut, dann machen wir eine Pause und Michael wird uns nach der Pause einiges Interessantes auch zu diesem Thema noch sagen. Wir werden nun eine Pause von 15 Minuten haben und jetzt ist es 7:02 Uhr, also werden wir um 19:17 Uhr difficult for translating simultaneously. Weitermachen, weil wir die Dolmetscher brauchen eine Pause, da es uns zu anstrengend wird. Danke vielmals.